Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spec Ops The Line. Wir stehen hier immer noch am selben Ort und waren da bei uns. Sie können nicht mehr weg. Erledigt sich. Ja. Etwas voranzubewegen. Und hier geht auf jeden Fall gut die Action schon mal ab. Deswegen gehen wir hier mal in Deckung. Da ist einer. Muss nachladen. Geht mit Deckung. Okay, wir schauen uns hier erstmal um. Schrotflinte in Sicht. Ach ja, hier oben waren wir ja schon. Da war ja nichts weiter. Wo ging's denn hier runter? Ach, da drüben. Wahrscheinlich. Genau, los, heil ihn. So, weg. Weg mit dem. Boah. Scheiße! Wieder einer weniger. So, weg. Wow. Hier geht's ja ganz schön ab. So, wir gucken uns auf jeden Fall erstmal um. Wir müssen nach Muni. Exekutieren den Kollegen hier. Boah. Okay. Den. Ja, den hätten wir vielleicht später exekutieren sollen. Mit ein bisschen mehr Deckung, ein bisschen mehr Skill und ihr wisst ja, wie das ist. Also wieder hier hin. Sie können nicht mehr weg. Erledigt sie. Ja, machen wir. Okay. Aua. Der hat mir ordentlich gegeben. Aua. Da ist noch einer. Nein. Sind wir gar nicht. Aua. So, der ist weg. Der ist weg. Der ist auch weg. So. Aua. Krass, da ist mir die Muni ausgegangen. Aber was soll's. Ja, Agent Gold ist tot. Auweia, erstmal im Kopf kratzen. So, jetzt aber. Jetzt machen wir das hier. Jetzt nehmen wir hier nämlich die Kollegin. Ja, los, komm, wir stürmen mit denen jetzt. Halt, bewegt sich. Erstmal exekutieren. Okay. Verdammt! Okay, also, jetzt geht's los. Jetzt wirklich. Schwör. Eine Waffe. Sie können nicht mehr weg. Erledigt sie. Geht in Deckung, verdammt. So, jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen skillter hier. Naja. Hier schießt gar keiner. Oh. Ich glaube, in so einem Gefecht ist die Waffe gar nicht mal so geil. Ja. Scheiße, los, Beeilung! Oh. Oh, sorry. Haltet sie mir kurz vom Leib! Was? Oh, das war ein bisschen knapp. So, bleib liegen, verdammt! Genau. The fuck? Alter, so langsam. Reicht mit der Geduldsfaden hier, ey. Jetzt pass auf. Jetzt gucke ich mal kurz in meine Skillbox. Sie können nicht mehr weg. Erledigt sie. Ja. Vorsicht! So, jetzt
Jetzt geht's los. So, der ist schon mal weg. So. Haltet sie mir kurz vom Leib! Aber nur kurz. Ach, der ist schon tot. Okay. Die brauchen immer Stunden zum Umfallen. Oh. Tango, hinterm Gepäck, erledigt ihn! Er ist tot! Ist er tot, ja? Gut. So, der ist weg. Das ist Adams. Das war's mit unserer Waffe. Feind ausgeschaltet! Oh. Okay. Na komm. So, Feierabend. War's das? Nein, war's nicht. Jetzt aber. Gut. Gut. Seht euch hier um. Vielleicht finden wir einen Hinweis, was hier eigentlich los ist. Karten, Vorräte, Munition. Sieht wie ein normaler Vorposten aus. Fallmunition. Oben muss noch mehr sein. Checkt die Magazine. Wer weiß, was uns erwartet. Wenn sie so schon kommen, kann jetzt ja schon mal nichts Gutes sein. Nein, er hat ja recht. Was draußen passiert ist, war nicht schön geworden. Aber wir wurden gezwungen. Und ich weiß auch von wem. Von uns. Mehr oder weniger. So, gucken. Oh, guck mal hier. Hier gibt es noch schön Granätchen. Muss nachladen. Ja, lad mal nach. Dann sammeln wir uns für den Rest auch noch ein. Genau. Hier noch ein paar Granätchen. So. Wir schauen uns auf jeden Fall weiter um. Vielleicht gibt es ja auch noch so ein paar Geheiminformationen. Ne, da wollen wir noch nicht hin. Oh, falsche Taste. Guck mal hier. So viel. Und irgendwie auch nichts für uns. Schade. Ich will auch so wenig wie möglich übersehen, damit ich eben euch alles zeigen kann. Aber das klappt nicht so ganz. Also weiter geht's. Schauen wir uns mal oben um. Vielleicht finden wir hier noch was. Aber das sieht auch nicht unbedingt besser aus. Da ist eine Tür und ihr wisst ja, was Türen bedeuten. Ganz viel Action. Sesam, öffne dich. Phosphor, ich schwör's, diese Scheiße will ich nie wieder im Leben sehen. Seht mal. Übel. Marken. Von wem? Conrads Kommando. Ich kannte die Männer. Hört mal. Nicht besser als ich, das verspreche ich Ihnen. Er weiß, dass wir hier sind. Ich konnte sie nicht mitreißen. Da haben sie gemeutert. Dumm an einem Ort wie diesen. Ich werfe ihnen nichts vor. Sie glaubten, das Richtige zu tun. Aber um die Ordnung aufrechtzuerhalten, war es nötig, ein Exempel zu statuieren. Colonel, ich bin Captain Walker. Captain Walker. Ja, ich erinnere mich an Sie. Es war in Kabul, oder? Sie haben sich dort bewundernswert geschlagen. Colonel, bitte. Um was geht es hier? Ums Überleben, Captain. Schlicht und einfach. Alles hier ist am Wanken und droht zusammenzustürzen. Aber das wissen Sie ja schon. Den Rest müssen Sie selbst herausfinden.
vorbei, Gentlemen. Also, hübsch. Kommen Sie raus, Captain. Was ist denn los, Walker? Wir lagen falsch. Nicht Radioman beherrscht Dubai. Er ist nur ein Lakai. Wie, was? Es ist Conrad. Er hat das alles hier getan. Okay. Und was jetzt? Wir spielen mit. Fürs Erste. Gehorche. Ist ja schon mal ein Traum. Okay, erstmal abseilen. Hui. Hast du den Kerl also gekannt? Das dachte ich. Eine sehr kühne Behauptung. Zusagen, Sie kannten mich. Als ich in Kabul unter ihm diente, war er ein Ehrenmann. Weil ich Sie gerettet habe? Ich habe viele Leben gerettet, Captain. Und noch mehr beendet. Tja. Was geht hier nur vor sich? Auf jeden Fall ist hier die Kacke tierisch am Dampfen schon die ganze Zeit. Ich verstehe das alles nicht. Da ich hängen schon wieder welche. Das kommt noch. Übel. Oh, die leben ja noch. Kein Grund zur Sorge, Captain. Die Scharfschützen sind nicht für euch. Was soll der Scheiß hier? Das ist Dubai, Captain. Das hier ist mein täglich Brot. Ich habe die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ohne sie wären wir alle schon längst tot. Das ist ein Test. Ja, so ist es. Der Zivilist da rechts hat Wasser gestohlen. Ein Kapitalverbrechen. Der Soldat links hatte den Auftrag, ihn festzunehmen. Das hat er getan. Und dabei die ganze Familie des Mannes umgebracht. 5 unschuldige Menschen sind tot. Nur weil diese 2 Bestien sich nicht beherrschen konnten. Verstehe. Wir sollen entscheiden. Was denn? Lasst uns verschwinden. Lugo hat recht. Lasst uns abhauen. So weit weg wie möglich. Es reicht. Offenbar nicht, denn wir sind noch hier. Sie sind schuldig. Aber was ist Gerechtigkeit? Und wie würden Sie richten? Das ist ein Befehl, Captain. Wer lebt? Wer stirbt? Richten Sie über diese Männer. Oder Sie teilen Ihr Schicksal. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Also ich würde sagen, wir rennen. Komm, wir testen es aus. Bleiben Sie, wo Sie sind, Captain. Der nächste Schuss geht nicht daneben. Ist mir egal. Okay. Schade, ich dachte, das klappt. Das finde ich nicht so geil, ehrlich gesagt. Ich meine, okay, gut, der Typ, der Wasser geklaut hat, ist natürlich klar, als Diebstahl ist scheiße. Und der andere, der hat eine ganze Familie auf dem Gewissen, das ist schon krass, also. Ich habe bloß gerade vergessen, welcher jetzt so war. Verdammt. Hören wir es uns nochmal an. Das ist Dubai, Captain. Das hier ist mein täglich Brot. Ich habe die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ohne sie wären wir alle schon längst tot. Ja. Das ist ein Test. Ja. So ist es. In jedem Test kann man schummeln. Hat Wasser gestohlen. Ein Kapitalverbrechen. Der Soldat links hatte den Auftrag, ihn festzunehmen. Das hat er getan. Und dabei die ganze Familie des Mannes umgebracht. 5 unschuldige Menschen sind tot. Nur weil diese 2 Bestien sich nicht beherrschen konnten. Verstehe. Wir sollen entscheiden. Was denn? Lasst uns verschwinden. Lugo hat recht. Lasst uns abhauen. So weit weg wie möglich. Es reicht. Offenbar nicht, denn wir sind noch hier. Noch. Sie sind schuldig. Aber was ist Gerechtigkeit? Und wie würden Sie richten? Das ist ein Befehl, Captain. Wer lebt? Wer stirbt? Richten Sie über diese Männer. Oder Sie teilen Ihr Schicksal. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Ich hätte anders entschieden, aber... Feindgesichter, ich feuere! Gehandelt. Das ist... löblich. Sie würden gut hierher passen, Captain. In einem anderen Leben vielleicht. Muss nachladen. Das glaube ich nicht. Lass uns bloß verschwinden. Verdammt, Walker. Wollten Sie was sagen, Lieutenant?
Ja, was machst du für einen Scheiß? Mir gefällt das auch nicht, aber die hatten uns umzingelt. So einen Scheiß machen wir nicht. Farmers, ich hab getan, was notwendig war. Ich hab uns am Leben gehalten. Ich will nichts mehr davon hören. Ist das klar? Ja. Mit Zielfernrohr. Auch nicht schlecht. Er ist auf jeden Fall ziemlich krass. Komm, wenn sie noch zuhört, zieht sie ihre Leute ab. Sie wollen nicht. Halt, ausgeschaltet! Unrealistisch. Wir haben uns nur verteidigt. Details, Captain. So, jetzt geht's wieder ab hier. Wir wehren uns und kämpfen. RPG voraus, 60 Meter. Oh, oh. Aua, aua, aua. Ich glaube, die Waffe hier ist eigentlich gar keine mehr so schlechte Wahl. Aber ich glaube, ich bleib mal bei der hier. Okay. Haben wir hier noch? Da sind noch welche. Mal. Wieder einer! So, der ist weg. Alter, was geht hier nur vor sich? Das würde ich gerne mal wissen. Aua. Da oben sind auch noch welche. Oh, oh. Zu knapp, zu knapp. Schutzlindenschütze, erschießt ihn! Weg ist er. Und den als nächstes. Oh, der ist auch weg. Mann, ey, das dauert hier. So. Erstmal nachladen. Und den Sandsturm nutzen wir dann auf jeden Fall zur Flucht, würde ich mal sagen. Wa? Ja. Okay. Okay. Suche Schutz. Machen wir. Sind unterwegs. Oh shit. Ich sehe gar nichts. Gar nichts. Komm, wir gehen jetzt hier hin. Hier bringt es auch nichts, wir müssen also weiter vorrücken. Armas ist zwar eine gute Waffe, aber das Zielfernrohr ist schon ein bisschen krass jetzt. Wir bewegen uns auf jeden Fall weiter vor. Oh. Auf jeden Fall müssen wir hier langsam mal in Deckung gehen. Der Sandsturm ist auch so irre laut. Ich höre gerade gar nichts mehr außer Sand. Sturm. Mäßiges. So, Muni nehmen wir mit. Schade, ich dachte, das sind jetzt Verbündete. Das war schon wieder mit der Muni. Schade um die Farmers, die wir denn leider weggeschmissen haben. Boah. Danke. So, weg. Dann rücken wir mal weiter vor hier. Wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen Schutz suchen hier langsam. Alter, das ist krass. Wir müssen aus dem Sturm raus. Ja. Seht ihr das? Ich sehe es. Los,
Puh, endlich. Das war knapp. Also nicht knapp, aber es war scheiße. Scheiße knapp, so. Ich weiß, Sie hören zu, Colonel. Also passen Sie auf. Dieser Krieg ist vorbei. Dubai wird evakuiert werden. Und sie wird man ihres Kommandos entheben. So sieht's aus. So. Aber Kapitel 10 werden wir erst fortführen in der nächsten Folge, meine Freunde. Das tut mir sehr leid. Also, schaltet wieder ein zu Let's Play Spec Ops The Line. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschaußen.